Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen XXXXXXL Fashion Haul. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie so viele Sachen auf einmal gekauft oder in einer Saison gekauft. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich versuche, alle Teile, die ich finden kann, euch unten in der Infobox zu verlinken oder Alternativen. Außerdem versuche ich jetzt ein bisschen Ordnung in diesem ganzen Fashion Haul zu haben. Ich sage euch, es ist einfach wahnsinnig viel. Um mich rum ist alles voller Klamotten. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, wie es hier die letzten Tage aussah. Ja, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Deshalb würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal an mit Pullis, denn ich denke, das habe ich mit am allermeisten gekauft. Wir fangen mal an mit H&M. Da habe ich mir hier zum einen so einen schwarzen Sweater gekauft. Der hat hier so Ballonärmel. Und hier vorne hat der, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen, so Perlen und so ein bisschen rockig angehaucht. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil es ist tatsächlich eigentlich ein sehr, sehr schlichter schwarzer Sweater. Hat aber eben dadurch so ein bisschen was Besonderes und das mag ich. Und den habe ich, glaube ich, im Sale gekauft für 9 Euro. Und ich zeige euch die Sachen natürlich auch immer angezogen. Deshalb kommt jetzt hier ein Tragebild von diesem schönen Sweater. Den habe ich jetzt in S genommen. Der fällt sehr, sehr groß aus. Ich finde den aber tatsächlich echt hübsch. Der hat nämlich hier noch so Sauterabnähungen. Sieht sehr hochwertig aus. Für 9 Euro finde ich cool. Und der ist hier drinnen auch so richtig schön weich. Deshalb durfte der einziehen. Dann noch ein Teil von H&M und zwar dieser kuschelige schwarze Pulli. Den habe ich gerade aus der Wäsche gezogen, den habe ich nämlich schon angehabt. Der hat hier einen wahnsinnig langen Kragen, also das ist der komplette Kragen. Den macht man dann wie so als Rollkragen und dadurch, dass der aber so groß ist, das seht ihr ja jetzt auch im Tragebild, fällt der halt so super schön. Ist kürzer geschnitten, dadurch passt er halt richtig schön auf Hosen. Ich mag so Oversized-Pullis einen Ticken kürzer, dass man zwar noch einen Top drunter ziehen kann, aber der Po quasi wieder betont ist. Ich finde, das macht immer eine sehr, sehr schöne Figur. Und auch der hier war wirklich, wirklich überhaupt nicht teuer. Vielleicht, weiß ich nicht, 15 Euro oder so. Wahnsinnig kuschelig, schöner Rollkragen, toller Schnitt. Deshalb durfte auch der einziehen. Dann ein Oberteil, in dem ihr mich gefühlt wahrscheinlich auch schon 33 Mal gesehen habt, und zwar ein Ringelshirt. Ich finde ja, es gibt nichts über ein richtig geiles, gut sitzendes Ringelshirt. Das habe ich bei H&M in dieser Lock-Reihe gefunden. Das hat ein wahnsinnig angenehmes Material. Ich kann mal gerade gucken, was das für ein Stoff ist. 94% Viskose und 6% Elastan. Also Viskose ist ja immer sehr, sehr schön. Ist ja wie Baumwolle eine pflanzliche Faser. Also jetzt nicht so wie Polyester oder sowas. Sehr, sehr angenehm, ganz weich durch das Elastan. Es schmiegt sich sehr schön am Körper an, ist toll geschnitten, hat hier noch so Schlitze. Also ja, finde ich wahnsinnig schön und das hat knapp 10 Euro auch gekostet. Und dann noch ein absolutes Lieblingsteil. Das ist dieses Lace-Top hier. Das ist aus so einem sehr fließenden Stoff. Und dann hat es hier oben Spitze. Auch am Rückenspitze, was ich immer sehr schön finde. Und was ich auch sehr schön finde, es hat hier unten auch Spitze. Das kann man natürlich abends zum Weggehen anziehen. Würde ich auch machen auf eine schwarze Jeans. Ich ziehe das jetzt im Winter oder im Herbst sehr, sehr gerne unter Pullis an. Das zeige ich euch jetzt einfach mal direkt getragen, wie das dann aussieht. Das ist nämlich perfekt. Dann im Sommer mit T-Shirts mache ich das eher dann nur mit einem BH. Aber jetzt gerade im Winter, da muss es ja doch ein bisschen wärmer sein und dann ist es cool, wenn man ein ganzes Top hat quasi. Und auch das war sehr, sehr günstig und ich wünschte, es gäbe es in irgendeinem Weiß, aber naja. Machen wir weiter mit einem Pulli von Naked. Habe ich selber gekauft, keine Kooperation leider. Und zwar suche ich schon seit längerem den perfekten roten Pulli und ich habe ihn gefunden, nämlich diesen hier. Der ist ähnlich wie der schwarze, oversized geschnitten und auch wieder kürzer, also wirklich perfekt für offene, enge Jeans. Hat wieder Rollkragen. Ich liebe Rollkragen im Winter. Ich werde sonst immer direkt krank und ich finde es einfach so kuschelig und die Arme schön lang. Und es hat das perfekte Rot. Ich hoffe, das kommt jetzt gut rüber. Ich mag nämlich Rottöne nicht, die so ins Orange gehen. Ich mag eher Rottöne mit einem Blauunterstrich. Heißt, dass die eher ganz leicht ins Pink gehen. Wisst ihr, was ich meine? Und das hier ist wirklich so ein Rot, was fast ein pures Rot ist, aber eben mit Blauunterstich. Das heißt, es ist halt null Orange und das ja, mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Dann machen wir weiter mit Sachen, die ich im Zalando-Outlet gekauft habe.
In Leipzig gibt es ein Zalando-Outlet. Das ja, haben wir da irgendwie entdeckt und finde ich ganz cool. Und ich finde da tatsächlich auch immer Sachen. Fangen wir mal an mit einem Teil, was ein bisschen außergewöhnlicher ist. Und zwar wieder ein schwarzer Pulli. Allerdings hat er so richtig krasse Trompetenärmel. Finde ich mega, mega schön. Ich zeige euch das jetzt direkt angezogen, weil man erkennt es kaum. Sehr geschlossen, der Pulli hat dann eben diese wahnsinnig geilen Ärmel. Ich liebe das ja. Und das macht den halt zu was Besonderem. Der Stoff ist auch richtig schön dick und fest und sehr gemütlich, sehr weich. Auch wieder ein Ticken kürzer geschnitten. Also immer schön über den Bauchnabel, dass man, wie gesagt, einen Top drunter ziehen kann, so als Unterhemd. Aber eben schön kurz, dass es nicht über den Popo geht, sodass man eben noch was von der Figur sieht. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Toller Pulli, der ist von Ivy Revel oder Ivy Revel. Ich weiß jetzt nicht, wie es betont wird, aber wie gesagt, ich versuche euch mal die Sachen irgendwie zu finden. Ja, finde ich sehr geil. Und gerade im Zalando Outlet zahlt man eben wirklich recht wenig, deshalb Daumen nach oben. Dann ein Pulli, in dem ich gerade lebe, wirklich. Und zwar ist es dieser hier. Ganz dünn, feiner Stoff, hat hier so ein Turtleneck. Der rollt sich immer so ein bisschen ein und ich liebe einfach diese Farbe. Das ist so ein Mauve, altrosa, dunkelaltrosa Mauve. Also super, super schön, super angenehm. Der ist auch vom Zalando Outlet von Vero Moda und war auch super, super günstig. Und habe ich so im Vorbeigehen gesehen noch auf dem Weg zur Kasse und habe den eingepackt. Und ich liebe diesen Pulli, beziehungsweise dieses T-Shirt-Pulli. Na, es ist schon ein dünner Pulli. Von der Zalando Eigenmarke habe ich mir diesen traumhaften Kaschmir-Pulli mitgenommen. Der hat auch wieder so einen weit fallenden Kragen. Sehr, sehr schön. Ganz toller, feines Kaschmir. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist absoluter Wahnsinn. Und für so einen Kaschmir-Pulli zahlt man ja gern mal irgendwie 80 Euro oder so. Und ich glaube, ich habe für den noch 35 gezahlt. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Deshalb bin ich auch gerne in solchen Outlets. An dem Pulli ist wirklich überhaupt nichts dran. Ganz, ganz fein, ganz, ganz weich. Und wenn es richtig kalt wird, also so Minusgrade, laufe ich nur noch in Kaschmir rum. Denn Kaschmir hält warm, ist so weich, ist so angenehm auf der Haut. Also hätte ich Millionen auf dem Konto, ich würde nur in Kaschmir rumlaufen. Habe ich aber leider nicht. Dann ein Pulli, auch aus dem Zalando Outlet. Das ist hier einfach so ein weißer Strickpulli von Villa ist der und den habe ich in L genommen. Der hat hier so einen Carmen-Ausschnitt, glaube ich, nennt man das. Ich trage den dann immer so schulterfrei und darunter ziehe ich dann zum Beispiel auch so einen Spitzentop an. Das zeige ich euch jetzt mal. Und den habe ich in L mitgenommen. Erstmal, weil es den nur in L gab in diesem Outlet und zweitens, weil ich das mag, dass der so oversized ist. So ein einfacher, weißer, schöner, weißer Pulli finde ich sehr, sehr schön. Braucht man. Dann waren wir in Berlin, da gibt es ein Pull and Bear und da habe ich mir hier diese coole Strickjacke mitgenommen. Die ist richtig oversized auch, die hat so richtig weite Arme, sehr, sehr chillig für über ein T-Shirt im Winter, das mag ich sehr gerne. Enge Jeans und dann Boots, bist du angezogen, schöner Strick, auch die war echt günstig, also Pull and Bear. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr da gerne einkauft, den habe ich mir auch noch mitgenommen. Jetzt bleiben wir mal bei Pull and Bear und gehen zu Kleidern. Denn ich habe mir bei Pull & Bear noch ein Jeanshemdkleid mitgenommen. Aus so einem richtig schönen Jeansstoff, wie ich finde. Einfach so ein Kleidchen. Schön, schöne Länge. Und auch darüber zum Beispiel würde ich einfach die Strickjacke anziehen oder auch so einen weißen Oversize-Pulli. Ich glaube, das sieht richtig, richtig schön aus. Ich zeige euch das jetzt gerade einmal in irgendeiner Kombination. Genau, das habe ich mir auch mitgenommen. Das hat jetzt zum Beispiel, habe ich in S und es kostet 19,99 €. Also da kann man wirklich nichts sagen, wie ich finde. Nächstes Kleid und das ist eher so ein, ja, es ist schon noch ein Sommerkleid, aber in einer Herbstfarbe. Und zwar in so einem richtig schönen Bordeaux-Rot, auch wieder mit Blaustich, also auch wieder dieses lila gehende, aber schon ein Rot. Und das habe ich mir in einer Boutique hier in Halle gekauft. Das hat hier oben diesen Choker quasi integriert und geht dann ein bisschen weiter. Das kann ich mir auch wahnsinnig schön mit einer Strumpfhose, Boots und einem Pulli drüber vorstellen, dass man das Kleid quasi einfach so als Rock sieht jetzt im Winter oder auch mit der schwarzen Strickjacke drüber. Ja, natürlich dann auch im Sommer einfach so. Also das ist eben so ein Kleidchen, das habe ich auch im Sale gekauft, minus 20%. Ich glaube, das hat noch irgendwie 15 € gekostet und das finde ich halt cool, dass man das
jetzt im Winter mit was drüber anziehen kann und dann natürlich im Sommer, im Herbst, je nachdem, kombiniert. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt kommen wir zu Unterteilen. Einen Rock habe ich mir gekauft und zwar bei Only. Der hat 16,99 Euro gekostet. Das ist hier so ein Karo-Musterrock, die ja im Moment sehr, sehr in sind. Und der hat einen sehr schönen Schnitt, denn der ist hier vorne so überlappt. Das seht ihr beim Tragen besser. Und das macht eben, finde ich, immer ein sehr, sehr schönes Bein, weil ja, das so asymmetrisch irgendwie ist. Und den mag ich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, der hat einen schönen Stoff mit einer schwarzen Strumpfhose und einem weißen Pulli drüber. Oder auch so einem schwarzen, weiten Pulli drüber. Finde ich das echt mega. Dann noch ein Trendteil, würde ich sagen, ist diese Hose hier. Auch die hat so ein Karo-Muster. Die finde ich auch sehr chillig. Die ist von ASOS, von Stradivarius. Auch eine sehr günstige Marke. Also die war auch wirklich nicht teuer. Die habe ich in M genommen, weil ich finde einfach, solche Hosen müssen locker sitzen. Die ist auch aus einem schön festen Material, nicht ganz so dunkel. Auch die mit einem schwarzen Pulli finde ich mega für den Herbst. Durfte auch mit. Jetzt Hosen. Irgendwie, kennt ihr das? Bei mir sind alle Jeans auf einmal kaputt gegangen, gerissen. Man hat die viel an. Gerade ich trage eigentlich jeden Tag Jeans und habe dann meine 3-4 Lieblingsjeans und die sind dann halt nach 1,5 Jahren sind die durchgelaufen. Das ist aber auch nicht schlimm, wie ich finde. Deshalb kaufe ich auch keine Jeans, die ein Vermögen kosten. Und ich habe super, super gerne, das habe ich auch in vielen, vielen vorherigen Fashion Hauls gesagt, meine wirklichen Lieblingsjeans sind von River Island. Ich finde, die sitzen perfekt bei mir und die haben auch einen guten Preis. Die kosten immer so um die 50 Euro. Jetzt bin ich durch Instagram, durch eine Bloggerin, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß nicht, auf jeden Fall bin ich auf die Topshop Jeans aufmerksam geworden. Und da habe ich mir jetzt zwei gekauft, und zwar die Jamie. Das ist, glaube ich, eine richtig bekannte, in hier so einem verwaschenen Schwarz. Also mein T-Shirt ist schwarz und die Hose, ihr seht das, ist verwaschen schwarz. Ich würde eigentlich sagen dunkelgrau. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich das tatsächlich mittlerweile irgendwie cooler finde als eine ganz schwarze Jeans, weil das sieht halt jeansiger aus. Und ich habe die jetzt eine Nummer größer genommen, als ich normalerweise habe, weil ich finde, dass die einfach ein bisschen kleiner ausfallen. Ist ja aber Wurst, was drinsteht, finde ich, ne? Also ist jetzt egal, ob das L ist oder XS. Sachen fallen halt von unterschiedlichen Marken einfach anders aus, gerade Jeans. Deshalb lasst euch da nicht so leiten von irgendwelchen Größen. So, wenn es halt eine Nummer größer ist, ist es halt eine Nummer größer. Und wenn es halt bei einer anderen Marke eine Nummer kleiner ist, ist es halt eine Nummer kleiner. So, who cares, ne? Steht in der Hose. Dieselbe Jeans habe ich mir dann auch nochmal hier in so einem Dunkelblau mitgenommen. In der Kamera wirkt es gerade sehr blau. Sie ist aber mit so einem leichten Grünstich. Also sie ist nicht so blau-blau. Wisst ihr, was ich meine? Ich mag Jeans nicht mehr, die so blau sind. Und dann ist die hier so abgeschnitten, das finde ich auch ganz cool. Ja, ich finde einfach, die sitzen sehr gut und ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Die ist nicht zu dunkel, nicht zu hell. Die passt auch noch zu schwarz, weil ich finde so ganz blaue Jeans, dazu kann man dann noch nicht schwarz tragen. Die, finde ich, geht aber noch mit schwarz. Würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen, aber es geht noch, weil die eben so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde, die hat eine sehr, sehr schöne Farbe. Seid ihr bereit für eine krasse Jeans? Seid ihr wirklich bereit? Okay, also ich habe euch gewarnt. Ja, die ist auch wieder hier unten so abgeschnitten. Ich finde auch, die sitzt tatsächlich echt cool. Die ist von Bershka, habe ich aber auch über Zalando bestellt. Genau, Topshop habe ich auch über Zalando bestellt. Und die hat hier am Knie so einen Schlitz. Ich finde, den hätte es jetzt nicht gebraucht, aber ich finde die echt cool. Ich weiß nicht, wie oft man die anziehen kann, vielleicht so zweimal im Monat. Aber ich finde einfach mit so einem schwarzen Oberteil, schwarzen Boots, ist das Ding geritzt. Man sieht irgendwie super stylisch aus. Die kostet auch nur 19 Euro, das muss ich halt auch sagen. Hätte die jetzt 50 Euro gekostet, hätte ich sie niemals genommen. Dadurch, dass sie jetzt aber dann doch so günstig war, dachte ich mir, komm, trau dich mal was. Und ich finde die cool. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr dieses Leo-Trendgedönse findet und wie ihr diese Hose findet. Also ich mag die echt gerne. So, dann kommen wir zu Accessoires. Da habe ich mir gar nicht so viel gekauft, nur ein Teil. Und das trage ich seitdem jeden einzelnen Tag, weil es morgens kalt ist. Und zwar diesen Leo-Schal hier. Da haben mich auch schon bei Instagram ganz, ganz viele nachgefragt, weil ich den wirklich jeden Morgen anhabe. Also in meiner täglichen Morgen-Insta-Story findet ihr diesen Schal. Ich verlinke euch hier auch nochmal Instagram. Folgt mir da gerne. Genau, da kriegt ihr auch so Einblicke vom Studio und wie mein Job so läuft und so. Also könnte ganz interessant sein vielleicht. Auf jeden Fall habe ich den hier bei Zara gekauft und ich liebe ihn, der ist so kuschelig. Ich mag das Leo-Muster, ich finde, das sieht nicht billig aus, sondern sehr, sehr hochwertig und schön und I like. Und der hat, glaube ich, auch 20 Euro gekostet.
Freunde, wir nähern uns dem Ende. Nur noch 4 Paar Schuhe. Oh Gott, ey. Okay, starten wir mit einem Paar, was tatsächlich überhaupt nicht herbstmäßig ist. Vielleicht, und zwar diesen richtig rein weißen Nike Air Max. Ich liebe sie. Oh mein Gott, ich finde die so, so cool. Die sind komplett weiß. Die haben hier vorne Lack. Vielleicht seht ihr das, weil das so glänzt. Und auch das Nike-Zeichen ist Lack. Und auch hier, das ist Lack. Und ich wollte halt einen rein weißen Schuh. Und vielleicht kennt ihr diese Balenciaga fetten weißen Sneaker. Finde ich ganz cool. Allerdings waren die mir ein Ticken zu fett. Und auch diese Nachmachmodelle. Es gibt ein cooles von Deichmann. Fand ich auch persönlich schön. Allerdings war es mir irgendwie zu fett. Und dann habe ich die hier gefunden, auch im Zalando Outlet. Für 50 Euro habe ich die, glaube ich, bekommen. Und ich finde die mega geil. Die sind rein weiß, die sind ein bisschen dicker. Also ne, fetter von der Sohle, ein bisschen größer. Also ich finde die einfach geil, was soll ich sagen. Ich liebe diese Schuhe. Ich hoffe, dass ich die euch verlinken kann. Muss man natürlich aufpassen. Ihr seht schon, die sind hier hinten auch schon ein bisschen dreckig. Ich muss die mal putzen, weil rein weiße Schuhe bei mir. Schwierig. Dann habe ich mir Schuhe gekauft. Ich bin echt happy, dass ich sie bekommen habe. Und zwar, warte mal, das muss ich hier erstmal, bevor ich euch die zeige. Diese wunderschönen Schuhe. Die sind von Onigo oder Unigo. Ich weiß es nicht. Und die sind auch nachgemacht von den, ich glaube, Balenciaga im Original. Die sehen denen wirklich sehr, sehr ähnlich. Dieser Schuh ist auch nicht günstig. Der kostet, ich glaube, 110. Ich habe den bei der Fashion Week gekauft, also mit 20%. Also so für 90 Euro, glaube ich, habe ich den jetzt bekommen. Immer noch teuer. Der hat hier so Cutouts. Ist jetzt kein Winterbooty. Allerdings mit einer Strumpfhose oder auch mit schwarzen Socken würde ich den tatsächlich auch im Winter anziehen. Also ich würde den jetzt nicht mit Cutouts im Winter anziehen. Ich kann mir den aber auch im Sommer ganz geil zu einem Sommerkleidchen vorstellen und dann diese derben Boots. Ich glaube, dass das ein cooler Kontrast sein kann. Und ja, ich bin total verliebt in diesen Schuh und musste ihn deshalb kaufen. Dann auch ein Schuh, in den ich mich direkt verliebt habe. Und zwar ist das dieser hier. Das ist einfach so ein schwarzer Everyday-Schuh. Ich brauchte einen Schuh, den ich immer, immer anziehen kann, der irgendwie zu Gold passt, zu Silber passt, bequem ist und den ich einfach im Herbst hoch und runter tragen kann. Und den habe ich gefunden. Der hat hier Schnallen, was ich sehr, sehr cool finde. Der hat hier eine Schnürung. Ist aber, diese Schnallen sind halt auch in so einem Schwarz-Silber. Das heißt, die fallen nicht so krass auf. Das heißt, man kann den sehr gut mit Gold kombinieren und auch sehr gut mit Silber kombinieren. Das fand ich eben sehr cool. Der ist von MTNG. Ich habe keine Ahnung. Habe ich auch bei Zalando bestellt. Verlinke ich euch. Ich finde den richtig, richtig cool. Mag ich. Und der war auch nicht teuer und der ist gerade im Sale. Ja, ich muss das betonen. Sonst denkt man ja, ich habe eine Vollmeise, was ich alles gekauft habe. Und zu guter Letzt möchte ich euch einen Schuh zeigen, den ich mir, den schicke ich zurück. Also ich habe das Paket noch hier von Zalando und ich werde den zurückschicken. Ich finde ihn unfassbar schön. Ich habe mich unfassbar in diesen Schuh verliebt. Allerdings habt ihr gesehen, was ich mir schon alles gekauft habe und ich kann mir nicht 4 Paar Schuhe kaufen. Also das Portemonnaie ist leer. Den werde ich mir vielleicht dann im Frühjahr kaufen oder so. Es ist jetzt halt auch einfach nicht die unbedingte Zeit für diesen Schuh. Und zwar geht es um diesen Adidas-Sneaker. Oh mein Gott, ich finde den so schön. Ich kann nicht mehr. Die geile Sohle hier. Guck mal, der ist so komplett getrennt hier. Ich finde das so cool. Der ist komplett einfarbig und hat halt hier in matt die Adidas-Streifen. Und ich liebe ihn. Was sollen denn diese Bändel hier? Ich finde den so, so schön. Oh mein Gott. Allerdings kostet der 100 Euro und ja, ihr könnt gerne mal ein bisschen zusammenrechnen. Auch wenn das alles günstig oder im Sale war, man muss wissen, wann Schluss ist und es ist einfach too much. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Sagen wir mal, wie es ist. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, diesen Schuh auch noch zu kaufen, obwohl ich ihn traumhaft schön finde und wahrscheinlich werde ich weinen. Aber so ist es. Ich muss meine Sucht hier langsam mal in den Griff kriegen. Ich habe noch was vergessen. Und zwar ein Teil, was ich so lange gesucht habe. Ich liebe Lederjacken. Gerade im Herbst trage ich Lederjacken rauf und runter. Und ich habe meine Lederjacke jetzt bestimmt locker 8 Jahre und trage sie immer noch. Aber sie ist langsam wirklich abgenutzt und das sieht man. Ich finde das gar nicht schlimm, aber ich hätte gerne mal einfach wieder eine schöne Lederjacke. Aber das ist gar nicht so einfach, eine zu finden, weil ich finde, eine Lederjacke muss sitzen. Und dann sind die ja auch meistens teuer. Das heißt, ich finde, die perfekte Lederjacke zu finden ist nicht einfach. Und ich habe sie jetzt gefunden. Und zwar hier. Ich kann euch die jetzt nur mal so kurz zeigen.
Die hat hier an den Schultern so Biker-Applikationen, Abnäher würde ich sagen. Hat hier Reißverschlüsse, ist dann hier am Rücken auch nochmal so gesteppt, das ist das Wort, und sitzt wirklich mega. Und Leute, die hätte normalerweise 200 Euro gekostet, ich habe sie für 70 im Zalando-Outlet bekommen. Also ihr müsst da echt mal hin, wenn ihr eins in der Nähe habt, ist der absolute Wahnsinn. Ich finde einfach, die sitzt so, so gut und dafür sind 70 Euro tatsächlich echt wenig für eine richtige, gut sitzende Lederjacke. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich war shoppen, ich habe viel gekauft und das war es jetzt tatsächlich mit diesem XXL Fashion Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es waren Inspirationen dabei. Schaut unbedingt in die Infobox, ich versuche euch so viele Teile wie möglich zu verlinken und euch Alternativen rauszusuchen. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Trendteilen, also jetzt zu diesen Karo-Mustern und vor allem natürlich zum Animal Print, dem Leo. Sagt mir gerne eure Meinung. Fashion ist immer diskutierbar. Ich werde es trotzdem tragen, aber mich interessiert deine Meinung, deshalb her damit. Und ja, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das kannst du auf diesem roten, fetten Button machen, die Glocke zu aktivieren. YouTube hasst uns, zeigt ganz oft die Videos nicht an, was super schade ist. Und ja, dann sage ich jetzt danke fürs Einschalten und bis zu meinem nächsten Video. Muah!